is the colony progressing? The Queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. So. Jetzt holen wir uns mal einen Platz, wo wir ein kleines Nahrungsmittellager aufbauen wollen. Das heißt, unsere eigentlichen Brutameisen lassen wir hier mal rumlaufen, im Nest rumlaufen, während die restlichen 16 hier rumrennen und Nahrung sammeln. Wir bekommen hier einen zweiten Nahrungspatch, dadurch, dass wir gerade das zweite gewonnen haben. Nahrung. Ich glaube, ich jetzt dafür 20. Okay. Und wir können mal schauen, was wir hier genetisch ändern wollen. Wir haben hier unsere Schwarzameisen, das sind unsere Kampftruppler. Die können wir eigentlich mal direkt auf Level 2 upgraden. So, das nehmen wir direkt auf Level 3. Das heißt, wir können die anderen jetzt leider noch nicht upgraden. Wir können schon ein bisschen was machen. Den Selbsthaltungstrieb können wir leider nicht kaufen. Ach, die kosten 50. Steigt Angriffsgeschwindigkeit um 20% oder wir reduzieren auch mal den Schaden. So. Dann können wir jetzt nochmal ein weiteres Nestchen bauen. Und damit werden wir dann, also dem Nest hier, werden wir jetzt Soldaten züchten. The Raptor workers have raised their first Formica-Fusca ant. Finally, we have the opportunity to observe multiple species within the same colony. So, ich baue jetzt nochmal ein bisschen was aus. Wenn wir das nämlich upgraden, können wir ein paar Nahrungsmittel lagern. Was ich sehr begrüße. Das ist doch. Ja. Sehr. Asymmetrisch. So. Jetzt ist es super. Der Nahrungsmittel heißt nämlich, ich kann Felder schneller abkriegen. So, den Kampfdruck können wir dann nochmal drüber schicken. Oder erstmal darüber. Dann dürfen die Kämpfer nämlich ganz kurz die Made da mitnehmen, bevor sich dann der Asseljunge ermächtigen. Was haben wir denn da noch? Mit überschüssigem Gelee kannst du kleine Upgrades an deinen Tieren vornehmen. Öffne dazu das Attraktionsmenü, das haben wir schon gemacht. Du hast beide Missionen dieser Stufe abgeschlossen, kannst daher Herausforderungsmodus spielen. Du erhältst zusätzliche Ressourcen, die Level 2 laufen jedoch wenig anders wie dem Level Vorbereitung. Dementsprechend hier. Das können wir vielleicht zwischendrin nochmal tun, wenn wir feststellen, wir brauchen ein bisschen mehr Ressourcen. Tallöchen, werte Gaming Friends, was gab's bei euch zu spielen? Wie geht's euch? Was gab's zu essen? Wie war der Stream? Und danke dir, werter Otto. Ich war zu langsam. Es gab zuletzt Argon. Was war das? Was ist das? Das Spiel sagt mir so gar nichts.
für alle, die mich nicht kennen. Hallo, ich bin der Saad. Ich spiele manchmal seltsame Spiele, wie dieses hier, im Moment, etwas auf die Underground. Und ansonsten spielen wir zum Beispiel Dienstags in Company, donnerstags Helldivers 2 und freitags, diesen Monat nicht mehr, aber im nächsten Monat dreimal Star Wars Rollenspiel und sonntags nochmal. Also gut gemischt, viele Dinge und ist spaßig. Und ein Crew ist Werwolf. Hallöchen, Fresh, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Und du hattest ein angenehmes Essen beim Friedwerk. Genau, welche Soße? Der Otter fragt die wichtigen Fragen. Welche Soße? Schicken wir unseren Soldaten mal hier hin, weil die Assel ist schon gefressen. Nur Dienstags und Donnerstags. Heute keine Soße. Ah, heute Diät, keine Soße für die Pommes. Ich verstehe. Alles gut. Ich grade mal die Soldaten als erstes ab, weil ich glaube, die sind die wichtigeren, wenn wir da später gleich die Herausforderung spielen. Donnerstag auch keine Soße, da hole ich mir das Ranch Dressing ab vom Ranch Guy persönlich. Ah. Sounds like a plan. Ich mache hier mal ein bisschen Geschwindigkeit. Neben den ganzen Upgrades brauchen wir eigentlich noch ein paar Nahrungsvorräte, um später Ameisen zu ersetzen. Deswegen will ich hier die Kammer haben, um sie eigentlich voll zu machen. Und was mache ich? Und wir haben hier noch eine Menge Nahrung. Da liegt doch noch Nahrung. Nimm sie doch mit. So. Jetzt könnt ihr den anderen Trupp da drüben. Aber auch die Upgrades sind halt wichtig. Und wie üblich, die meisten Upgrades gehen in Speed. Und jetzt kann ich hier oben mit den Arbeitern anfangen. Ja, hier beim GD was. Ah, stimmt, die muss ich erst upgraden. Bevor ich sie upgraden darf. Hauptsächlich deswegen, damit das Feld hier geupgradet wird, dann können wir hier kein weiteres Level ziehen. Okay. Mach was dazu. Und Level 3 habe ich noch nicht gebraucht. Okay. Kostet mich auch 15 Gelee, habe ich nicht. Dementsprechend kann ich das eine Feld dann nicht upgraden. Ist in Ordnung. Gut, dann warten wir noch fix, bis wir hier alles abgegraben haben. Wenn die Nahrung alle in trockenen Tüchern ist, dann können wir die Herausforderung aktivieren und die Gegner einschleusen lassen und die Gegner dann entsprechend töten.
Ja, da liegt doch noch was. So. Ich sollte meine Arbeit ja nicht so weit nach vorne schieben. Erste Experiment. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these eruptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Let's begin with a small threat. Connecting the Fusca colony now. I will let 10 through to start with. Und da sind sie. Ja, sieh einmal. Die Soldaten haben da weniger Probleme als die schwachen Arbeiter. The Raptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica-Fusca ants. Ja, das hat uns zwischenzeitlich ein paar Ameisen gekostet. Ich glaube, die Arbeiter sollte ich nicht nach vorne schicken. Our Eruptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment and let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. I wonder how they will react to a rival Eruptor colony. Introducing 40 rival Raptor Ants. Genau, lass nicht mehr als 30 auf einmal rein. Ja, bringen wir doch mal 40 rein. Holen. Ich wollte sie da in einem Eck abfangen. Ah, das passt schon. Excellent. Natürlich excellent. Introducing a further 50 rival Raptor ants. Okay, okay. Soldat mal nach vorne. Fascinating. Und? Wie viel jetzt? Now let's try 60 Raptor Ants. Gut, diese Herausforderung ist sehr, sehr, sehr spannend, wie man merkt. Aber wir sind auch sehr, sehr gut darauf vorbereitet, behaupte ich mal. Dadurch, dass wir unsere Soldaten so weit hochgepusht haben, wie wir nur können. Haben wir da eigentlich keiner der Punkte. A superb response. Naja, einfach nur im Weg stehen, das funktioniert ganz gut. Oh, wir haben Samen. You're doing admirably, my Raptors. Perhaps a small reward. Look to the surface. What about a combination of a Raptor and a Fusca? Let's start with 20 of each. Okay. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die sollte ich besser im Nest abfangen, oder? Ich glaube, es macht Sinn, dass ich die Arbeitergruppe hier hinsetze und die Soldaten hier außen stehen lasse. Dann können die Soldaten. An unconventional defense, yet highly effective.
Können die Soldaten alles töten, was versucht vorbeizukommen? It's interesting to see the colony alles, was tatsächlich vorbeikommen können, die Soldaten dann töten. Perhaps we should try 30 of each. Hallöchen, King. Nabelt auch ein Zartameise. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen angenehmen Abend gehabt. Beziehungsweise einen angenehmen Tag. Schön, dass du da bist. Wir prügeln uns gerade mit anderen Ameisen. Magnificent! Once again, our raptors triumph. Ja, und jetzt mach ihn. Some seeds on the surface for my succeeding raptors. Gather them quickly. Ich hab mal kurz die Soldaten hin, dann geht das mit dem Sammeln schneller. His ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder, how will they handle a sustained flow of aggressors? Okay. Da die Sonne weg. Fangen wir, glaube ich, hier drin an. Die arme eine Soldatin, die da oben ist natürlich gestorben, weil sie einzeln und alleine da war. Wir haben noch unsere 7 hier im Nest rumschwirrenden, aber die dürfen hier unten Pflege machen. Let's make things a little more interesting. Ja, da kommen noch ein paar mehr. Shall we? Enter the Devil's Coach Horse. Die kann man zumindest anschließend noch essen. Werde ich jetzt mal weniger dafür verwenden. Was ist das eigentlich? Klettern von Feinden deaktiviert. Ah. Whoops. I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ants. Mhm. Er ist nicht so nett. Eindeutig. Ach, die habe ich schon Brücke maximal upgraded. Ja, da war was. Unsere ArbeiterInnen sind halt nicht so toughesten, deswegen gehen die, sterben die schneller, beziehungsweise jetzt sterben auch ein paar von den Soldaten. Perhaps that's enough for now. Ja, da kommen auch ein paar. Das war die Herausforderung. Sehr schön. Warum krabbelt es hier? Hallöchen, sei gegrüßt. Schön, dass eure Fame-Hype uns hier ist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen angenehmen Urlaub. Oder besser gesagt, einen angenehmen Urlaubsanfang. Und es krabbelt hier, weil wir das besonders gut können. Ich nehme die Variante mit den meisten Gelee. Weil Gelee bedeutet, ich kann hier schon mal die 3 Ameisen packen. Let's see how the colony grows over the next few days. Now that they have experienced battle, I expect to see a significant rise in the number of soldiers. Wir können auch die Waldameise einsammeln. Ja, die kostet 150, das funktioniert nicht.
wir mal unsere Arbeiter. Ich glaube, wir lassen ihn mal ein bisschen was mehr Kampfgeschick zuteilen. Oh ja, den sollte ich jetzt auch sagen, dass sie Nahrung sammeln dürfen. Jetzt sind ja keine Gegner mehr. Ich dachte, ich schaue mal, was der Pöbel so treibt. Ja, das ist nett, eure Fähigkeit. Boah, sie gibt sich doch noch mit uns ab. Anscheinend. Hier krabbelt satt die Königin der Ameisen. Wagt ihr es, mit uns zu reden? Offensichtlich. Der Otter ist einfach umgehobelt. Der ist sowas von umgehobelt. Quetz raus. Dann machen wir hier auch ein komplettes Dreierlevel. Ameisen. Da muss also doch ein Stück Straße dazwischen sein. Ah, okay. Wieder was gelernt. Na gut, passiert. Seltsam aus, ist aber glaube ich. Ich bereite jetzt einfach schon den nächsten Trupp vor, den ich dann hier aufzüchten möchte.